Jo Leute, damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Ich bin der FFXZock und hier ist ein weiteres Let's Play von mir. Und zwar spielen wir Heavy Rain für die PS3 in der Move Edition. Ja, wir werden es trotzdem mit dem normalen Controller spielen, aber in der Videothek gab es keine andere Version. Also, ja, muss ich mich jetzt hiermit begnügen und wir werden gleich mal eine neue Story anfangen. Ich werde nicht durchs Spiel rennen, sondern mir Zeit lassen. Hab's auch schon mal durchgespielt und kann mich aber nicht mehr an alles erinnern. Das ist eine Weile her. Ich glaube 3 Jahre. Und ja, legen wir einfach mal los. Epilog. Neu. Ja, hier seht ihr meinen alten Spielstand. Ich habe den Täter nicht geschnappt gehabt. Legen wir einfach mal einen neuen an. Jo, und damit sind wir schon im Spiel. Okay. Erstmal an die Steuerung wieder gewöhnen hier, dass man mit R2 läuft. Falls ihr auch schon andere Videos von mir gesehen habt, dürft ihr euch nicht wundern, dass ich mich jetzt ein bisschen anders anhöre. Ich habe ein bisschen Halskratzen und habe mir irgendwie was weggeholt. Aber ich habe echt Bock aufzunehmen und ich finde, man versteht mich noch. Deswegen nehme ich weiterhin Videos auf, bis meine Stimme den Geist aufgibt. Jo, Mensch. Jetzt gehen wir mal rein und gucken mal, was wir hier machen können. Wir ziehen uns erstmal was Schönes an. Ja, zu Heavy Rain muss ich sagen, ist ein sehr schönes Spiel. Ich habe es schon mal durchgespielt gehabt. Quantic Dream ist ein hammermäßiger Entwickler. Die haben ja aktuell auch... Kleinen Moment. Können sie jederzeit die Gedanken des Charakters anhören. Na, ist ja schön. Duschen. Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. Alles klar. Quantic Dream ist ein sehr schöner Entwickler. Der hat ja auch aktuell Beyond Two Souls gemacht. Und ja, ich stehe schon sehr auf diese Spiele. Sie sind sehr storylastig. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn ein Spiel wie ein interaktiver Film ist. Ich stehe ja insgesamt auch sehr auf Zwischensequenzen innerhalb von Spielen und wenn ein Spiel viele Zwischensequenzen einkaufen. Hat. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Okay. Ja, ich stehe insgesamt sehr viel auf Zwischensequenzen und wenn ein Spiel sehr viele Zwischensequenzen hat, ich habe da kein Problem mit, irgendwie lange warten zu müssen und lange Sequenzen gucken zu müssen, finde ich total super. Deswegen kommt mir so ein interaktiver Film total entgegen.
Das Let's Play wird in 20 Minuten Parts, denke ich mal, hochgeladen. Vielleicht auch länger. Ja, durchaus auch länger. Vielleicht auch eine halbe Stunde oder so. Muss ich mal gucken. Ich habe richtig... Kleinen Moment. Einmal kurz den Controller hier durch die Gegend wirbeln. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Ich schleudere hier den Controller sonst wohin. Ich weiß nicht, wie empfindlich das Mikro gerade eingestellt ist. Na. Einmal in den Spiegel gucken. Ja, ich habe ja auch in anderen Projekten angekündigt, dass ich Heavy Rain spielen werde. Und ich freue mich halt total drauf, weil es so lange her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe es insgesamt auch nur einmal durchgezockt gehabt. Habe mir dann noch ein Let's Play dazu auf YouTube eingezogen von John McLeod. Kann ich nur weiterempfehlen. Und ja, jetzt komme ich mal wieder dazu, selbst zu spielen und bin mal gespannt, ob ich diesmal ein anderes Ende, positiveres Ende erwische. Kann ich hier immer noch was machen? Ne. Okay. Ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Drücken Sie L1. Okay. Interessant. Ich soll ja runter, ne? Das ist das Schlafzimmer, alles klar. Gehen wir mal runter. Ich sollte mich anziehen, bevor ich runtergehe. Ja, stimmt. Wäre von Vorteil. Insgesamt dürft ihr euch nicht wundern über meine Kommentarweise. Ich bin noch am Anfang. Ja. Und probiere es mit dem Let's Playen gerade ein bisschen aus. Also bin ich insgesamt auch eher ruhiger noch, aber es kann sich ja noch bessern. Und bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie aufgesetzt hier Partystimmung verbreite, obwohl ich in Wirklichkeit gar nicht so denke oder so. Ja, in Wirklichkeit gar nicht so auftrete. Fällt ja dann auch irgendwie auf, ne? Deswegen hört zu und guckt zu, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten kann ich euch auch gern noch weitere Leute empfehlen. Tyrafine hat's gespielt. Ein sehr schönes Let's Play ist draus geworden. Ansonsten auch John McLeod. Bruger, glaube ich auch. Was er... Das R-Rollen geht gerade ein bisschen schwer mit meinem Halskratzen, aber läuft. Also ich spreche ja sonst schon nicht so deutlich. Könnt ihr euch ja jetzt schon mal auf was einstellen. Ich nehme das Let's Play im Voraus auf. Ich stehe momentan in Ausbildung zum Bürokaufmann, deshalb kann ich innerhalb der Woche schon mal gar nichts aufnehmen. Und wenn dann am Wochenende, deswegen...
versuche ich jetzt so viele Parts wie möglich schon mal fertig zu kriegen, ohne hier hektisch durchzurennen. Momentan laufen ja auch noch andere Projekte auf meinem Kanal, das heißt, während ich das hier aufnehme, habt ihr schon Sachen zu gucken und wisst auch gar nicht, dass das hier im Hintergrund schon vorbereitet wird. Kleine Überraschung am Rande. Oder für Leute, die es nicht so gern gucken, der Horror geht weiter, wie man es nimmt. Gedanken des Charakters. Okay. Garten. Wir wollen mal was hören, was er über den Garten sagt. Tolles Wetter draußen. Ich könnte eine Auszeit im Garten einlegen. Ja, machen wir gleich. Wir gucken mal ein bisschen aus dem Fenster. Ja, schick. Was haben wir hier? Toaster? Ein Toaster. Eine Kaffeemaschine. Erstmal schön Espresso trinken. Für die unter euch, die das Spiel kennen, was wahrscheinlich Großteil der Zuschauer, wenn ich denn überhaupt Zuschauer habe, sein wird, muss ich mal anmerken, dass Ethan jetzt noch ziemlich entspannt aussieht. Wenn man jetzt mal an spätere Stellen des Spiels denkt, also der als würde er gerade frisch aus dem Urlaub kommen. Oder noch im Urlaub sein und gerade frisch aufgestanden sein. Als wäre er gerade aufgestanden. Mein Satzbau ist lässt manchmal zu wünschen übrig. Jo, wir wollten in den Garten, ne? Wir gehen mal in den Garten und gucken mal, was abgeht. Hier liegen so ein paar Spielzeugschwerter. Vielleicht kennt ihr auch noch ein früheres Spiel von Quantic Dream, das ist Fahrenheit für die PlayStation 2 und den PC. Ich weiß nicht, ob es auch für die Xbox damals erschienen ist, kann gut sein. Also für die erste Xbox. Auch ein sehr schönes Spiel, habe ich leider nie selbst spielen können. Hab's mir aber bei verschiedenen Leuten angeguckt. Ja, vielleicht werde ich das auch irgendwann mal nachholen. Aber jetzt steht erstmal Heavy Rain im Vordergrund und danach wahrscheinlich auch gleich Beyond Two Souls. So eine Sprintmöglichkeit haben wir hier nicht, ne? Aber wir haben ja auch Zeit. Schöne Schatteneffekte auf dem Hemd. Das Spiel ist ja schon von 2010. 2010 oder so? Oh, frag mich nicht. Werde ich mal recherchieren und dann vielleicht nochmal zur Sprache bringen. Nicht so wild, ihr werft mich ja um. Ah, heute ist der große Tag, hä? Bin ich jetzt erwachsen? 10 Jahre ist noch nicht ganz erwachsen, aber das wird. Darf ich jetzt Auto fahren? Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Ethan, kannst du mir helfen? Ich komme. Gut, Ethan hat also 2 Kinder und lebt mit seiner Familie hier in diesem schönen Haus. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich glaube, die haben Geburtstag oder so.
die Kinder. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Nicht wirklich. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Hoffentlich habe ich noch eine Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Ich habe noch tausend Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Alles klar. Kein Problem, ich mach das schon. Der Soundtrack ist einfach super, ey. Hans Zimmer hat den... Ich bin der Meinung, der ist von Hans Zimmer. Ja, müsste so hey, sein. Ethan, ich dachte, du würdest dich um die Teller kümmern. Boah, chill mal jetzt. Im Wohnzimmerschrank, ja? Ja, sie haben sich seit vorhin nicht bewegt. Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Mensch, die Frau ist ein bisschen ungeduldig, wa? Gerade auf dem Weg zu den Tellern, da sagt sie einem schon, ob man es vergessen hat. Pass auf, okay? Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Genau. Ach, schön detailliert, ne? Wie man hier jede Sache einzeln ausführen kann oder auch muss. Da gibt es nicht viele Entwickler, die sich Zeit dafür nehmen, so ein Spiel zu machen. Ist ja auch die Zielgruppe vielleicht nicht so groß für solche Art von Spielen. Noch nicht. Ich würde sagen, in der Zukunft wird es garantiert zunehmen. Kommt halt immer auf die Thematik an, die behandelt wird und auch ja auf die gesamte Aufmachung und die Möglichkeiten, die man hat. Aber für die Zukunft würde ich diesen interaktiven Filmspielen, wie auch immer, schon großes Potenzial zusprechen. So, jetzt könnten wir hier also Fernsehen gucken. Oder wo hast du denn den Fernseher hier angemacht? Macht er aus? Ja gut, das war jetzt nicht gerade das Ziel, aber ich meine, wir werden jetzt hier auch nicht lange Fernseh gucken, zumal es irgendwie... Kann ich die Musik anmachen? Ja, mach ein bisschen Musik an. Stromverschwender hier. Musik, Fernsehen, alles immer schön anmachen. Sender wechseln kann ich nicht, schade. Okay. So, Jason, wo bist du? Ach so, ja gut. Die Tür war schon offen. Habe ich schon erwähnt, dass ich eine Brille brauche? Das war's, dann legen wir los. Hey, 5 Minuten, okay? Danach müssen wir essen. Eure Freunde kommen okay, bald. Okay, versprochen, Mama. Na, wer ist der Erste? Ich zuerst! Langsam, Jungs. Ihr kommt beide dran. Ich zuerst! Okay, Jason, wir machen den Helikopter. Nicht loslassen. Gab mal einen Praktikanten ich früher in dem... Ich will auch mal! Jo. Es gab mal einen Praktikanten in dem Kindergarten, in dem ich als Kleinkind okay, war. Da kann ich mich noch dran... Es geht los! Noch dran erinnern. Der hat genau diese Spiele auch mit uns gemacht. Mensch, wo rennst du denn hin? Gegen die Wand laufen hat wenig Sinn. Komm, wir müssen hier mal ein bisschen weg aus der Ecke. Ich fand dieses Helikopterding damals nicht so schön. Ich hatte eher so das Gefühl, er würde mich wegschleudern.
So. Hat jetzt auch gereicht. Los, Dad, zeig uns, ja, wie stark du bist. Zeig uns deine Muskeln. Okay, festhalten. Ja, ist halt eine schöne Einführung hier mit der Familie, ne? Ist erstmal nicht so viel los. Oder vielleicht für euch nicht so interessant, aber ich finde, das führt gut ins Spiel ein. So, jetzt fechten wir noch eine Runde, komm. Dramatische Musik. Los geht's. Jetzt bist du erledigt. Du wirst für alle deine Untaten büßen, Schurke. Haha, gib auf, Schwächling. Sprich dein Gebet. Du schaffst das. Hoia. Gib auf. Ich bin der Sieger. Ja. Greif an, greif an. Das zahle ich dir heim. Komm schon. Oh, das gibt einen blauen Fleck. Ja, Jason, da. Ja, gut. Ja. Ja. Jason, los. Ja. Beweg dich. Mein Leben ist nun... Essen ist fertig. Kommt ihr rein? Ja, ist ganz nett gemacht, die Szene, ne? Warum ich jetzt nicht... Es gibt Essen. Ich geh ihn holen. ...freudestrahlender reagiere, kann ich euch ja später erklären. Aber für Kritik am Spiel ist es ein bisschen zu früh, würde ich mal sagen. Ja, ich würde mich schon gern hier hinsetzen. Darf ich mit essen? Muss ich hier sitzen? Keine freie Platzwahl. Und im nächsten Part setzen wir uns dann hin. Nee. Also ich hätte schon jetzt gerne den einen Stuhl hier benutzt. Ethan, bitte hol jetzt Sean. Den hier? Das Essen wird kalt. Achso, ich soll Sean holen. Ja, wo ist Sean? Sean, wo bist du? Ich dachte, ich sollte mich nur hinsetzen. Gut, dann können wir jetzt noch Sean holen. Lalalala. Ich glaube, der ist rein. Guck mal hier kurz um die Ecke. Geht's hier überhaupt weiter? Nee. Ist er hier oben irgendwo? Ich denke mal nicht. Sean? Nö, dann gehen wir mal hoch. Falls wir irgendwie im Haus hoch können. Ethan, du musst nicht gegen Glasscheiben laufen. Das ist, macht nicht so einen intelligenten Eindruck. An dieser Stelle auch nochmal eine kleine Anmerkung. Ich möchte hier keinesfalls als Komiker oder sonst wie rüberkommen. Das ist einfach so eine ironische Art in meinen Kommentaren. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht nicht. Ja. Sean? Was ist? Das ist Merlin. Er ist tot. Er ist tot und das ist alles meine Schuld. Aber nein, Sean, es ist nicht deine Schuld. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Weißt du, Sean, manchmal müssen Dinge halt leider einfach passieren. Auch wenn man es nicht möchte. Das ist unfair, Dad. So unfair. Ich weiß. Ich weiß. Ha ha ha!
Oh, ich glaube, ich guck mal eben nach Schuhen für Sean. Passt du auf Jason auf? Es wird nicht lang dauern. Klar, na sicher. Wir bleiben hier. Was, Jason? Komm, Schatz. Gut, wie es jetzt aber mit der Einkaufs-Shopping-Tour hier weitergeht und wo Jason irgendwie hin verschwunden ist, werden wir im nächsten Part sehen, denn wenn ich mal auf die Uhr gucke, muss ich euch sagen, der Part ist jetzt glaube ich schon 20 Minuten lang oder 30, ich weiß nicht, ob ich habe ja am Anfang mal wieder nicht auf die Uhr geguckt, wird auch noch zum Running Gag, mal gucken, ob wann ich regelmäßig auf die Uhr gucke. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Vielleicht schaltet ihr wieder ein, vielleicht auch nicht. Ja. Alles Gute und bis demnächst, Leute. Auf Wiedersehen.